Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Samstag und es ist der vorletzte Tag vom Jahr 2017. Ich kann es nicht glauben. Meine Haare sind nass. Ich habe sie gerade gewaschen. Ich bin gerade dabei, hier so ein bisschen was aufzubauen, denn meine Freundin Britta kommt gleich vorbei und wir färben meine Haare. Und zwar färben wir meine pinken Spitzen über, die ich mittlerweile ja sehr stark rausgewaschen habe und hoffe, dass die Haarfarbe, die ich gekauft habe, darauf haften bleibt. Das ist von Garnier die Color Me 6.1 kühles Dunkelblond und ich kann euch das mal zeigen. Also das ist die 6.0, das ist dann irgendwie so hellbraun und 6.1 ist kühles Dunkelblond. Und hier sind die helleren Blond-Nuancen, also es ist halt irgendwie was in der Mitte. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie gut sich das halt auf mein Haar legt. Mal sehen. Ich hoffe sehr gut, dann bin ich endlich wieder einfarbig. Dass ich meine pinken Haare vermissen werde, habe ich schon oft angesprochen, aber darüber möchte ich gar nicht mal reden. Könnte ich einfach die letzten Vlogs anschauen, falls ihr da Interesse daran habt, nochmal meine Meinung oder sowas davon dazu zu hören. Und ja, heute Morgen habe ich meinen Postboten verpasst. Ich habe bei Douglas bestellt. Da gab es so eine Aktion, dass man MAC-Lippenstifte für 14,99 € bekommt. Voll cool, ich habe mir gleich zwei bestellt. Und den Postboten heute Morgen verpasst. Ich hatte nämlich gestern mein Tattoo bekommen, was sich gerade hier noch unter meinem Ärmel versteckt. Und ich bin einfach nur fertig. Ich bin mitten in der Nacht wiedergekommen. Es fuhr nicht mal mehr ein Zug bis hier nach Hause. Ich musste aus Oldenburg abgeholt werden von Marcel und war um 1 Uhr nachts wieder zu Hause. Und bin gestern Morgen um 10.40 Uhr hier aus dem Haus gegangen. War um 1 Uhr nachts heute wieder zurück. Bin auf jeden Fall super müde. Und ja, danach, nachdem wir die Haare gemacht haben, gehen wir übrigens ins Kino und schauen, wie heißt das? Dieses bescheuerte Herz. Also, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und jetzt. Jetzt bin ich gerade dabei, hier so eine Einstellung zu finden, dass ich euch das gleich zeigen kann, wie wir die Haare färben. Ich muss noch ziemlich weit weggehen. Ja. Ich habe dafür meinen Hocker hier, Haarfarbe hier, dann habe ich schon Handschuhe hier. Jetzt werde ich meine Haare noch mal kurz ein bisschen trocken föhnen, damit wir das besser abteilen können. So, ich habe meine Haare jetzt frisch geföhnt und ihr seht, also hier vorne sind die immer so viel heller als irgendwie hier so. Also in meiner Naturfarbe habe ich definitiv so mehrere Nuancen drin. Gerade so sind die halt mega hell hier vorne. Und auch hier, also richtig krass. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Farbe jetzt passt und dass wir das gut reinbekommen. Aber ihr seht schon, ich habe das gut versucht auszuwaschen und es stört mich einfach, dass es nur noch so, weiß ich nicht. Ich möchte einfach wieder was anderes. Und ich freue mich. Lass dich davon nicht unterkriegen. Ach so, warte, ich sollte vielleicht auch mal... Der letzte Tag von 2017 ist gekommen. Heute ist Silvester und wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich habe gestern nicht mehr weiter geschafft zu filmen, weil noch voll viel passiert ist. Den Film fand ich ja ganz gut, aber ich hatte mir mehr erhofft und ihr seht, die Haare sehen jetzt so aus. Es ist definitiv unten dunkler als meine Haarfarbe und der Stich ist nicht rausgegangen ganz, aber das hatte ich auch nicht erwartet. Ich finde es trotzdem ganz hübsch jetzt so, wie es ist, weil der Kontrast einfach nicht mehr so krass ist. Und wir fahren jetzt zu unseren Freunden und lassen Juna hier allein zu Hause. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil sie echt Angst hat und die ganzen Leute jetzt schon rumknallen und ich das immer nicht verstehe, wieso. Aber wir freuen uns auf Silvester und sie kann sich bei uns im Schlafzimmer verkriechen. Wir haben alles dunkel gemacht und ein bisschen lärmgeschützt und ja, hoffentlich kommt sie damit ganz gut klar. Und dann geht es jetzt für uns los nach Bremen. So, bevor wir losgehen, wollte ich noch schnell ein Outfit of the Day machen mit meinem wunderschönen verschmierten Spiegel. Ich trage dieses schwarze Kleid hier, was so Perlen und so andere Stickereien an den Ärmeln hat. Und trage dann noch meine Kette.
die ich mal von Marcel geschenkt bekommen habe. Das ist so eine Stammbaumkette. Da stehen noch mein Name und sein Name hinten drauf. Und ansonsten einfach nur eine schwarze Strumpfhose und meine Stiefeletten. Ich dachte, ich zeige es euch noch, damit ihr wenigstens irgendwas Silvestermäßiges, Glammäßiges gesehen habt, weil das gleich wird eher gemütlich. Und ja, ich dachte, ich ziehe wenigstens was einigermaßen Schickes trotzdem dazu an. Schick und gemütlich. Ja, ich habe meine richtige Vlogging-Cam mit. So, wir sind hier am Start mit Raclette machen und wir sind uns nicht sicher, ob wir satt werden können davon. Nicht ganz. Könnte kritisch werden. Ich freue mich, liebe Raclette. Hi. 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 Und ich habe jetzt hier noch glutenfreies Essen bekommen. Lecker. So, wir machen jetzt, es ist Mitternacht. Eins nicht. Und wir haben Raclette gegessen und gerade Feuerwerk geguckt. Ich habe ja immer ein bisschen Angst dann. Hi, willst du Hi sagen? Ja, es ist ein bisschen laut draußen. Ist das zu laut? Geht so. Und jetzt machen wir das Gummibärchen-Orakel. Ich weiß nicht, was das ist. Wir befragen die Gummibärchen oder was? Ja. Wir fragen die Gummibärchen, wie das neue Jahr wird. Genau. Müssen wir die anzünden? Wir müssen die nicht anzünden. Da gibt es ein Buch. Es gibt ein Buch. Ich werde, ja. Dann zieht man Gummibärchen und dann kann man rauslesen, was das bedeutet. Ich werde auf jeden Fall, ich werde mein Ergebnis teilen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal diese Wachsaale, oder? Wachsaale. Ich möchte, glaube ich, gerne die Krone haben. Oder was? Das da? Ich glaube, das ist ein Sarg. Der ist für Marcel, der Sarg. Man sollte darauf geachtet werden, dass beim Wachsgießen eine feuerfeste Unterlage verwendet wird. Oh. Ja. Haben wir. Wollte ich vorher nicht. Alexa, spiel etwas von Ed Sheeran. Far-fetched thoughts have clouded his head. Silence every word that the other said. Tired I still. Still of a man who left home in the night just to forge his plans. These weights are crushing us, so keep in mind. Before we fall, we fight for the things. Das ist das Gummibärchen-Orakel. Sehr schön. Rotes, zwei gelbe. Ein grünes, ein orange. Ja. Liest du für Sarah Isabel vor? Ich lese alles vor. Einschränkung, Mut, Freude. Kann es sein, dass sie manchmal schwarz sehen, dass sie glauben, sie seien arm?